schichten wir noch eine weitere Terz oben auf, machen also einen Vierklang daraus, dann entsteht auf der ersten Stufe ein Major-7-Akkord, also ein Akkord mit einer großen Septime. Auf der zweiten Stufe ein Moll-7-Akkord, auf der dritten Stufe ebenfalls ein Moll-7-Akkord, auf der vierten Stufe Major 7, auf der fünften Stufe ein Dominant-7-Akkord, also ein Akkord mit einer kleinen Septime, auf der sechsten Stufe ein Moll-7-Akkord, auf der siebten Stufe der verminderte Akkord und auf der achten wieder der